Viele von uns üben eine Sportart aus gesundheitlichen Gründen oder als Freizeitgestaltung aus. Es gibt Menschen, die dafür unseren besonderen Respekt verdienen. Und zwar jene, die entweder von Geburt auf oder aufgrund eines Unfalls körperlich beeinträchtigt sind. Mit Ehrgeiz und eisernem Willen bestreiten sie ihre Rennen, wie die Salzburger Landesmeisterschaft auf der Fahrgalen beweist. Knapp 50 Athleten gingen bei traumhaftem Frühlingswetter und perfekten Pistenverhältnissen auf der Fagaralm an den Start. Nachdem am Vortag der Riesentorlauf stattfand, wurden bei diesem Bewerb die Besten im Super-G ermittelt. Die Gruppe der Behindertensportler wird in drei Klassen eingeteilt. Es gibt grundsätzlich bei uns im Behindertensport, im Skifahren, drei Klassen. Das ist Sehbehinderte, stehend und sitzend. Also alle, die was irgendeine Sehbeeinträchtigung haben, alle, die was irgendeine Amputation haben, die was halt stehend fahren oder Armamputation, Fußamputation und alle, die im Rollstuhl sitzen, sind in die sitzenden Klassen. Diese drei groben Gruppierungen gibt es, dann gibt es natürlich noch Untergruppierungen, aber die sind in die drei Klassen zusammengefasst. In der Klasse sitzend war ein sehr bekannter Vertreter dieser Sportart am Start. Er erzählte, wie er mit der Situation nach seinem Unfall umging. Am Anfang ist es immer schwierig. Man hat mit der Situation einfach vorher nichts zum tun gehabt. Ich habe keinen Rollstuhlfahrer, kennt nicht einmal vorbei. Und sagt irgendwann in der Intensivstation, ja, du hast den Querschnitt leben und du kannst nie wieder gehen. Natürlich bricht im ersten Moment der Welt zusammen, weil man keinen Bezug hat zu dem Thema, was alles möglich ist. Aber man wächst mit der Situation mit, man muss das annehmen und das Beste daraus machen. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, ist gar nicht so schlimm, weil ich habe einen Haufen coole Hobbys. Ich kann mit meinen Freunden Quad fahren, jede Sache. Man muss jetzt halt immer ein bisschen adaptieren, auf Sitzen anpassen. Aber dann funktioniert es ganz gut und man kann durchaus noch auch im Rollstuhl ein glückliches Leben führen. Im Behindertensport geht es weder um finanzielle noch um Sachwerte. Die Sportler untereinander geben sich Tipps, wie man die eine oder andere Kleinigkeit verbessern kann, um zum Beispiel die Sicherheit zu erhöhen. Erstaunlich ist es, wie sie mit ihrem Handicap umgehen. Ja, das ist so eine Unterschenkelamputation, die trifft ja mehr oder weniger aus heiterem Himmel. Du weißt da überhaupt nichts Bescheid, was jetzt auf dich zukommt, was du jetzt noch machen kannst, was du nicht mehr machen kannst. Aber das ist schon in der Klinik und in der Reha-Klinik speziell, da knüpft man da schon die ersten Kontakte, die Leute erzählen da was noch möglich ist. Und da sind die ersten Verbindungen schon mit Behindertensportlern. Ja, am Anfang war es natürlich einmal ein Schock, dass ich ja, die Hand verloren habe. Aber ja, nach ein paar Tagen, die Freunde haben mich alle besucht, die haben mich alle unterstützt. Und ja, da bin ich innerhalb kurzer Zeit, also im Mai habe ich einen Unfall gehabt und im Winter, nachher im Dezember, bin ich schon wieder Ski gefahren, trainiert und bin schon wieder reingefahren und mittlerweile geht mir die Hand gar nicht mehr ab. Für mich ist das eigentlich eine große Chance jetzt, halt wegen dem sportlich was zu erreichen und eigentlich, ich kann gar nichts anderes sagen, weil ich kenne es gar nicht anders. Also es ist sicher nicht so schlimm wie jemand, der was einen Körperteil bei einem Unfall verliert oder so. Die Siegerehrung fand im Gasthaus Unterreit statt. Unter den Geehrten war auch eine Weltmeisterin anwesend. Sie war bei der Weltmeisterschaft in der Türkei, in Erzurum. Und da habe ich einmal Gold in Super-G gemacht, Silber im Riesentorlauf und in der Kombination. Im Slalom habe ich den dritten Platz gemacht. Ziele haben, so wie alle Sportler, natürlich auch Behinderte. Doch es gibt etwas, was sie nicht wollen. Sie brauchen kein Mitleid oder wollen auch kein Mitleid. Sie fühlen sich als ganz, unter Anführungszeichen, normale Leute, wie die Nichtbehinderten. Auch wenn im Fall des Falles momentan alles düster aussieht, Landesmeister Sepp Schöswenter hat eine Botschaft an Betroffene. Weil man glaubt gar nicht, wie viel das man eigentlich mit Behinderung noch machen kann und was möglich ist. Aber man muss starten. Weil wenn man nicht startet, dann hat man es gar nicht probiert und wird man es nie erfahren. Also einfach probieren und es geht mehr, als wenn man glaubt. Dass mehr geht, zeigten uns auf eindrucksvolle Weise diese Sportler, die trotz ihrer Behinderung die Freude am Leben wiedergefunden haben.